Mit breiter Mehrheit hat sich heute das Europäische Parlament für einen einheitlichen Datenschutz in Europa ausgesprochen. Der CDU-Europaabgeordnete und Berichterstatter Axel Voss fordert die Vollharmonisierung, also eine komplette Angleichung der Datenschutzregeln in Europa. Herr Voss, in Ihrem Bericht fordern Sie die Vollharmonisierung. Brauchen wir nicht eher weniger Europa? Wir brauchen vor allen Dingen die richtigen Regelungen und die erzielt man in einem globalen Medium, hier in diesem Fall mehr auf europäischer Ebene. Und von daher brauchen wir hier die richtigen europäischen Regelungen und auch im Sinne einer Vollharmonisierung, dass wir in den Mitgliedstaaten nicht weniger und auch nicht mehr Regelungen haben, sondern jeder genau weiß, woran er ist. Deutschland verfügt über sehr hohe Datenschutzstandards. Was würde ein neues europäisches Datenschutzrecht für Deutschland bedeuten? Zunächst einmal wollen wir auch ein hohes Datenschutzniveau behalten. Das wird sich nicht ändern. Und für die deutschen Bürger wird sich in dem Sinne auch nicht viel ändern, außer dass wir vielleicht ein bisschen mehr auf Selbstdatenschutz auch aus sind. Wir wollen uns mehr stützen auf die Einwilligung des Einzelnen und wir wollen uns mehr stützen auch auf die Transparenz. Das ist vielleicht der große Unterschied, aber ansonsten wird sich für Deutschland selber nicht so viel ändern. Wir werden darüber nachdenken müssen, wie wir die Kontrolle des Datenschutzes auch gestalten wollen. Und hierbei könnte es sich, was die Landesdatenschutzbeauftragten betrifft, vielleicht kleine Änderungen ergeben. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, das System für alle nur Gewinn bringt. In den vergangenen Monaten haben immer wieder Datenskandale die Öffentlichkeit bewegt. Dabei wurden die Betroffenen oft erst weit nach dem Verlust der teilweise sehr sensiblen Daten informiert. Kann der Gesetzgeber hier nicht etwas für den Bürger tun? Das müssen wir sogar und wir wollen das auch und haben das vor. Und zwar wollen wir einführen Benachrichtigungen bei Datenschutzverletzungen, dass die sofort erfolgen, dass der Bürger informiert ist, dass hier etwas passiert ist an Datenschutzverletzungen und dass er sich gegebenenfalls dann auch schützen kann. Und diese Verpflichtung wollen wir einführen und das ist auch etwas, was die Unternehmen dann verfolgen sollten. Gerade sprachen wir von Rechtsbrüchen im Datenschutzrecht und der teilweise nur nachlässig vorgenommenen Informationen der Betroffenen durch Unternehmen. Auch Sanktionen gibt es bisher nicht. Herr Voss, wie können die Unternehmen künftig besser in die Pflicht genommen werden? Wir müssen ganz deutlich machen, was wir erwarten. Zum einen hinsichtlich des Verbrauchers, dass wir dort sagen, wir wollen die Transparenz. Ihr müsst den Leuten auch klar machen, was mit den Daten passiert. Und zum anderen eben dann auch die Verantwortung richtig deutlich machen, dass die Unternehmen genau wissen, für was sie verantwortlich sind, auch im Internet und auch insbesondere für ihren Bereich. Und das ist etwas, was meines Erachtens wesentlich ist, auch für die Unternehmen und was aber auch erfüllbar ist. Also es kommt nichts, was für die Unternehmen nicht erfüllbar wäre. Herr Voss, vielen Dank. Gerne.